Die Redaktion Lohnunternehmen hat das Lohnunternehmen von Mirko Huhn bei der Grünfutterernte 2016 begleitet. In der Grünfutterernte ist der Lohnbetrieb unter anderem mit einem Axion 39, mit Disco 9200 Mähwerk, mit 9 Metern Arbeitsbreite unterwegs. Im Unternehmen aus dem nordhessischen Lichtenfels arbeiten 15 festangestellte Mitarbeiter. Ganz typisch für die hügelige Region in Nordhessen sind Milchviehbetriebe. Die Landschaft ist von Grünland und Wald geprägt. Die Kooperation mit anderen Lohnunternehmern ist kein Problem. So arbeitet Ellu Huhn in diesem Fall mit Lohnunternehmer Holger Theis aus Neustadt zusammen. Holger Theis ist auf Häcksel- und Mähdrescherarbeiten spezialisiert. Der Kunde ist ein Milchviehbetrieb mit 300 Kühen. Der Hof befindet sich am Dorfrand von Deinrode, etwa 25 Kilometer von Lohnunternehmen Huhn entfernt. Der Klaas Jaguar 59 häckselt das im Schwad liegende Gras. Die Ernte verläuft in diesem Jahr bisher problemlos, denn es herrschen gute Wetterbedingungen und die Logistik funktioniert. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der August-Ausgabe 2016 der Zeitschrift Lohnunternehmen.